Fragen, du stellst mir Fragen, du stellst sie zärtlich und leis. Fragen, was soll ich sagen, wenn ich die Antwort nicht weiß? Ob meine Seele die deine liebt, ob es wohl Liebe für ewig gibt, ob sie vergeht wie der Sommerwind, was aus uns wird, wenn wir nicht mehr sind. Wer kann erklären, warum wir oft weinen, wenn wir uns selig an den Enden halten? Und wenn sich unsere Herzen heiß vereinen, wer kann verhindern, dass sie bald erkalten? Wer die Sonne für uns entzündet, warum erhält uns der Mond die Nacht? Wo bleibt die Liebe, wenn sie entschwindet? Wo bleibt der Traum, der uns glücklich macht? Das ist das Rätsel, das ewig bleibt. Ein Rätsel, das uns das Leben schreibt. Ist ein Geheimnis für diese Welt, das unser Herrgott für sich behält. Mit Fragen kann man Dunkel nicht erhellen. Nie wirst du wissen, warum wir hier leben. Wer soll uns darauf eine Antwort geben? Drum sollen wir auch keine Fragen stellen. Die Lösung werden wir nie erfahren, als im Schoße der Erde ruht. Das ist die Antwort seit tausend Jahren. Wenn wir nicht fragen, ist alles gut. Wenn wir nicht fragen, ist alles gut. Was so die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner, nachmittags at 5 o'clock, von Madame X und Madame U. Am besten ist's, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en bloc. Mit Mr. X ist sie intim. Der hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm. Joi, joi, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen. Ja, die muss eins haben. Ja, die muss eins haben. Es wäre so dumm. Tja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, ja, dann ist's doch gleich viel besser. Ach, sie hat eins, ja. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Kennen Sie Frau Y, die große, blonde, schlanke? Wissen Sie, was man da sagt? Die hat einen Mann und einen Freund und einen Onkel, der es sehr gut mit ihr meint. Dann hat sie den Löwenjäger, außerdem den Jaspernäger, Donnerwetter, der Konsul. Man redet rum, man tratscht rum,
Und außerdem ist die ein bisschen andersrum. Ja, ja, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen, ja, die muss eins haben, ja, die muss eins haben. Es wäre zu dumm. Tja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, ja, dann ist so gleich viel besser. Ach, sie hat eins, ja. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Man lacht diskret und maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. J'accrois mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux.
allier les amours et tous leurs tremblons, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien du rien. Rien, ni le bien comme on fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Sehen die Männer uns gerne im Pelzen und im großen Abendkleid. Oft sehen sie uns auch gern im Kostüm und im schlichten Straßenkleid. Manche sieht uns gern im Dekolleté, manche sieht uns gern im Negligé. Und was manche Frau da macht, das ist sehr gewagt. Mancher Mann aber erblickt uns am liebsten gleich völlig hüllenlos. Manche verweist das und macht ihn damit dann gleich völlig willenlos. Aber wie sie auch aussieht und sich anzieht und auszieht, immer hört der Mann es gern, wenn sie sagt: Ich bin heut frei, meine Herren. Wer ist so frei, meine Herren? Und lädt mich ein zum Glas Wein und auch zu einer Liebelei, meine Herren. Ich bin nicht kühl, meine Herren. Verspreche viel, meine Herren. Und wer voll Mut ist und wer mir gut ist, der kommt zum Ziel, mein Herr. Ja, eine Frau wie ich, die möchte nie allein sein. Und wenn mir eine gut gefällt, da will ich sein, sein. Ich bin heut frei, mein Herr. Was ist dabei, mein Herr? Das hört ihr doch gern von uns. Da will ich.